Hallöchen. Oh, springen tue ich doch eigentlich immer. Und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Naruto Ultimative Ninja Storm. Jo. Und wir wollten die Hauptquest weitermachen. Das heißt, warte mal, ich glaube, wir mussten noch ein paar andere Sachen einsammeln. Da unten könnte man dann, glaube ich. Ach, keine Lust, wir machen Missionsliste. Wer braucht auch den Kram? So. Obwohl Sasuke gut gekämpfte, gewann Gaara in der Schlacht allmählich die Oberhand. Nach einiger Zeit tauchte Naruto auf und übernahm den Kampf von Sasuke, indem er Gaara angriff. Okay. Naruto gegen Gaara. Das wird jetzt lustig, weil mit Sasuke war das echt schwer. Endlich stieß ich auf Sasuke, der im Konoha-Wald mit Gaara kämpfte. Aber hä? Sasuke verliert? Was? Was bedeutet das? Diese prickelnde Schwingung. Hä? Vielleicht hat er sein ganzes Leben allein gelebt, also muss er sogar noch stärker sein als ich. Ich habe ebenfalls mein Leben allein gelebt, also weiß ich, wie das ist. Nein, etwas stimmt nicht mit mir. Ich kann darüber jetzt nicht nachdenken. Ich muss mich darauf konzentrieren, ihn niederzuzwingen. Wahnsinn und Furcht verbinden sich Naruto und Uzumaki gegen Gaara aus dem Sand. Gewinne in einem Zustand, wo es der erwachten Modus nicht möglich ist, mit großer Angriffsstärke gegen den Gegner. Den erwachten Modus kann ich doch eh noch nicht haben, eigentlich, oder? I'll do it. Come, I'll tear you to pieces. Böse. Okay, okay, okay. Ja, okay. A, X, A, X, B, A, B, Y. Scheiße. Wir haben ihn aber gekriegt. Wir haben ihn gekriegt. Wir haben ihn sehr gut gekriegt. Jetzt muss er nur noch vernichtet werden. Bam. Schön einen mitgegeben. Okay, kann man das schaffen? Oder geht das halt unendlich weiter und die Kraft wird einfach nur gesteigert? Das wird mich so hart interessieren, weil wenn man das schaffen kann, dann habe ich es noch nie geschafft. Okay, irgendwie ist es einfach geworden. Alter, was ist mit ihm los? Ist das jetzt extra so gemacht, dass ich jetzt hier irgendwie einfacher habe mit Naruto? Weil ich mach den ja hier wirklich. Noch den Rest. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben den Kampf abgeschlossen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war jetzt irgendwie wieder voll einfach. Geheimschrift oder Zutatenbeutel. Okay, ich würde sagen, Alter, jetzt gehen wir einsammeln. Weil jetzt ist ja fast alles auf dem gleich, also alles auf einem Haufen. So, warte mal. Gib mir den Zutatenbeutel. Ich will mehr Chakra haben. Laden. Warte mal. Nee, verkaufen will ich nichts. Ich will wenn nur kaufen.
Achso, und das muss ich ja eigentlich von der anderen. Ah, ne, muss ich gar nicht. Okay. Das heißt Y. Und A springen. Genau, so. Naruto, steh wieder auf. Alter, wie wirklich einfach alles auf einem Fleck ist. Okay, gleich erstmal speichern. Bevor ich wieder das irgendwie machen muss. Gespeichert. So, jetzt rennen wir nochmal schnell zurück. So, und hier drücken wir dann jetzt Y wieder. Das wollte ich gar nicht. Scheiße. Wie machen wir das denn am besten? Jetzt fehlen da immer noch ein paar. Egal. Wir können ja noch mal ein bisschen Mission machen. Eine Mission haben wir noch. Missionsliste. Und wir sind auch schon fast mit Kanoas Vernichtung durch. Zu gleicher Zeit, als Naruto gegen Gaara kämpfte, hatten es Kakashi und Gai in der Prüfungsanlage der Shunin-Prüfung mit Orochimarus Gefolgsmann Kabuto zu tun. Also spiele ich jetzt Kakashi gegen Kabuto. Während ich gegen Gaara kämpfte, trat in der Prüfungsanlage für die Shunin-Prüfung Sensei Kakashi gegen Kabuto an. Ja, Kabuto war als Konohas Ninja verkleidet und nahm an der Shunin-Prüfung teil. Er stellte sich jedoch heraus, dass er Orochimarus Gefolgsmann ist. Sensei Kakashi schaltete ihn auf. Schnell. Verwirrung im Prüfungsstadion ist ein heftiger Kampf im Schatten der Zerstörung Konoha. I'll take you prisoner and interrogate you. Think you can do it? I'm not so sure. Let's fight! Okay, okay. Warte kurz! Ich hab vergessen, was die kam. Okay, mit hoher Geschwindigkeit. Aber Kakashi hat ja. Oh! This is where we say goodbye. Ja, sehr schön, Kakashi. This is where we say goodbye. Ja, oh, voll mitgegeben. Wir machen, oh mein Gott, wir machen die Ulti von Kakashi. Geil. Hau ihn eine runter. Oh.
geil. Hau ihn eine weg. Sehr schön. Jo, Alter. Was war das denn gerade von mir? Oh! Ja! Wie geil! Das ist so der geilste Kampf. Ich brauchte Guy eigentlich gar nicht, aber... Alter, wie geil! Oh mein Gott! Das war der geilste Kampf, den ich bis jetzt hatte. Ja, Naruto, du hast ja auch so viel getan. Wie geil. Und der Kampf war gar nicht mal so, also krass kann man jetzt nicht sagen, aber... sagen wir mal so... er war mega geil. Ich glaube, es war der beste Kampf bis jetzt. Ich will nur noch mit Kakashi kämpfen. Alter, wie geil! So, wir müssen nach da unten zur Schatztruhe zu kommen. Dann kriegen wir bestimmt von Kabuto das Handbuch. Okay, das ist wahrscheinlich hier hinten drin, oder? Wenn ich hier einmal rumlaufe, ist bestimmt hier der Knopf, ja. Wollte ich gar nicht. Gib mir das Handbuch von Kabuto. Something's left on the ground. Nein, Kakashis Ninja-Handbuch. Aber ich konnte doch Kakashi schon auswählen. Komisch. Da oben ist noch eine Mini-Mission. Zwei Missionen muss ich noch einsammeln. Nebenquests. Dann würde ich sagen, sammeln wir die Nebenquests ein. Also sammeln wir jetzt erstmal alles ein, was wir hier haben. Hi. Da jetzt kämpfen sie schon wieder. Sie sind im Team 8, stimmt's? Ja, sie sind eine wilde Truppe. Trainiert immer wie verrückt. Okay. So, das haben wir alles eingesammelt. Jetzt müssen wir in die Richtung weiter. Wie es denn einfach nie stört, dass ich den irgendwas hier kaputt mache. So, hier ist Frage Nummer da. Huh? Ah, da. Konoha Chunin. Wie soll ich das nur tun? Ich glaube, er braucht 4 Grashüpfer für eine paar Forschungen, aber naja. Okay, wir brauchen 4 Grashüpfer. Braucht der da unten eigentlich? Wenn man nichts sehen kann. Hi, was solltest du nochmal? Ah, cool. Yeah. Jetzt ist die Frage,
wir bei Ichirakus Nudelsuppe auch jetzt nochmal was übergeben können an Zutaten. Ja, rote Miso-Nudeln. Sehr schön. Haben wir ein bisschen mehr Chakra wieder. Oh, Natursalznudeln nehmen wir auch gleich nochmal. Yeah, it looks so good. Nam 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 nam. I'm stuffed. Sehr schön. Ja gut, mehr haben wir noch nicht. Gut, Nudeln mit Goldstaub? What? Nudeln mit Reis. Nudeln, Muscheln. Da fehlt mir nur noch die Blattmuschel. Gemüsenudeln. Okay, da fehlt mir noch alles. Und ansonsten haben wir schon fast alles. Gut, dann nochmal nach da oben. Beweg dich. Sehr schön. So, dann haben wir alles eingesammelt. Ich würde dann auch sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Kann man machen. Nein, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall sehr gerne einen Daumen nach oben da. Was mich jetzt gerade wundert, ist noch... Nee, das können wir im nächsten Part lernen. Ich hoffe, es hat auf jeden Fall euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch gerne was in den Kommentaren schreiben. Und empfehlt dieses Video euren Freunden. Ja! Bis zum nächsten Part. Tschüss!